Moin Leute, ich bin Sammy und herzlich willkommen auf meinem Kanal Feldherren TV. Ich muss ein kleines Geständnis machen, und zwar lief auf meinem Kanal oder einige werden es wissen, schon ein Let's Play zu Crusader Kings 3. Allerdings hatte mein Computer kleine Probleme und kleine Probleme in Form. Ich denke mal, dass es ein Virus war oder ähnliches, den er sich eingefangen hat. Und ja, ich musste meinen Computer formatieren und hatte keinerlei Chance, irgendwas vom alten Let's Play noch zu retten. Und warum auch immer, waren diese ausgerechnet die Let's Play Spielstände nicht in der Cloud gespeichert worden und waren nun weg. Ja, das tut mir sehr leid. Das war ein sehr spannendes Spiel oder eine sehr spannende Runde. Und ja, jetzt bleibt mir leider nichts anderes übrig. Das hört sich jetzt so negativ an, das war aber gar nicht gemeint. Aber als jetzt nochmal ein neues anzufangen. Und ja, das werden wir jetzt auch gemeinsam tun. Und wir werden jetzt auch nochmal einen ganz anderen Startpunkt wählen. Wir werden zwar dasselbe Jahr starten, im Jahr 867, allerdings mit einem anderen Reich. Und wir haben vorher als Rana gespielt bei den Slawen. Und diesmal möchte ich allerdings ein bisschen weiter nach Norden schauen. Und zwar hatte ich mir Lofotre angeschaut. Das ist ein, ja, ich denke, sehr spannender Staat. Wir haben einen religiösen Eiferer, der ehrlich ist, aber trotzdem schüchtern als Herrscher. Und ich möchte noch mal kurz erklären, wie ich Crusader Kings 3 spiele. Crusader Kings 3 spiele ich persönlich mit einem sehr starken Rollenspielaspekt. Ich werde teilweise sogar Dinge auswürfeln, wenn ich mir unsicher bin. Das heißt, ich werde unseren Björgolf von Lofotre tatsächlich genauso spielen, als wenn er ein religiöser Eiferer wäre, ehrlich ist und schüchtern. Das heißt, ich werde spezifisch mit diesen Charaktereigenschaften in Events agieren. Ich werde mit diesen Eigenschaften mit meinen Nachbarn umgehen und werde versuchen, mich in diesen Mann reinzuversetzen. Das hat im letzten Let's Play schon ziemlich gut geklappt, denke ich. Und ja, da werde ich jetzt auch genauso weitermachen. Und ja, mal gucken, wohin uns das führt. Ich werde jetzt gleich einfach erstmal das Spiel starten. Wir lassen das auf normal. Es gibt leider keinen schwierigen Schwierigkeitsgrad. Ich habe keine Mods installiert. Das ist das absolute Basisspiel. Allerdings auf dem neuesten Patchstand 1.2.1 war das, glaube ich. Und ich werde auch den Iron Man Modus aktivieren. Okay. Dann gucken wir uns noch mal ganz kurz, nachdem ich jetzt gestartet habe, Let's Play nennen wir das einfach, speichern. Okay, alles klar. Gut, das erste, was wir machen, ist, wir gucken uns jetzt erstmal so ein bisschen unser eigenes Reich an. Wir haben ein Reich, das besteht aus zwei Provinzen, Lofotre selbst und Budin. Okay, gut, nordische Kultur, asatruischer Glaube. Wir haben Steuern von 1,5 im Monat. Das ist für den Anfang gar nicht mal so schlecht. Unseren Herrscher haben wir uns schon angeguckt. Der ist ein religiöser Eiferer und sehr gut in Diplomatie. Allerdings ein schwach, also körperlich schwach. Und er ist schon 57 Jahre. Er ist ein Patriarch und ein annehmbarer Unterhändler. Okay, er hat eine Frau. Er hat drei Kinder. Alles Söhne. Wen haben wir hier? Brynjolf, Herek und Hörekre. Hörekre. Okay, alles klar. Gut, die Ratschläge können wir erstmal ausmachen. Prestige, ja, das ist alles so die Standardwerte am Anfang. Wir haben ca. 500 Soldaten. Wir könnten noch eine Domäne dazu bekommen. Gut, dann gucken wir uns als nächstes erstmal unseren Rat an. Wir haben einen ziemlich guten Goden, der uns allerdings nicht leiden kann. Da werden wir direkt mal die anderen, ja gut, mal abgesehen von unserem Ratskanzler, aber minus 30 ist schon krass. Da werden wir direkt mal Beziehungen verbessern, was jetzt natürlich Einfluss auf unsere Anspannung hat. Genau. Noch eine Sache zu dem Rollenspielaspekt, das fällt mir gerade ein. Vermutlich werden sich jetzt die ersten schon fragen, warum
beeinflussen wir den jetzt hier, wenn der schlechte Meinung von uns hat, wir aber schüchtern sind. Nun ja, es gibt gewisse Aspekte in Crusader Kings 3, selbst wenn man die wirklich als Rollenspiel spielen möchte. Also es ist nicht so, dass jede einzelne Kleinigkeit irgendwie von seinen Charakterzügen beeinflusst wird. Ich stelle mir das jetzt in diesem Falle so vor, dass Björgolf, ja, er ist schüchtern und er würde vielleicht nicht unbedingt auf seinen Goden selbst zugehen, aber erstmal ist er natürlich auch ein religiöser Mensch. Und warum sollte er da nicht mit seinem Goden umgehen? Und man kann sich natürlich auch vorstellen, dass er hat ja auch andere Berater. Ja, und er muss mit diesen Beratern ja irgendwie kommunizieren. Und ja, das, also ich denke mal, selbst als schüchterner Mensch, ich bin jetzt auch eigentlich nicht wirklich offen zu anderen Menschen, ich bin auch schüchtern, aber trotzdem kommuniziere ich mit anderen Menschen, wenn ich irgendwas von ihnen möchte. Ja, also ihr seht, das ist gewissermaßen auch oft Auslegungssache. Allerdings, ja. Man sollte das vielleicht auch nicht so eng nehmen, was das Spiel einem vermittelt. Es ist sehr viel Interpretationssache. Okay, dann gucken wir uns mal an. Lebenswandel wird auf jeden Fall in die Richtung Diplomatie gehen. Und schüchtern, ehrlich, religiöser Eiferer. Ja, erlaucht hat das Spiel jetzt erstmal so weitergemacht. Ja, das ist auch okay. Er ist ein Familienhierarch. Ich denke mal, was zu ihm würde es auch passen, dass er Schwerpunkt auf Familie hat. Das gibt uns Diplomatieerfahrung, 30 im Monat, Fruchtbarkeit plus 20, was für ihn jetzt vielleicht nicht mehr ganz so wichtig ist, aber nochmal 2 auf Diplomatie. Außenbeziehungen ist natürlich auch wichtig und er ist ja ein annehmbarer Unterhändler. Ehrlich? Nee. Wir gehen auf Außenbeziehungen. Ich finde, das passt sogar noch ein Stück besser zu ihm. Okay. Gut. Dann gucken wir uns mal so ein bisschen unsere Nachbarn an, bevor wir richtig einsteigen. Wir haben. Das sind. Genau, das sind alles schon samische Völker. Der einzige Nachbar, der nicht samisch ist, ist. Asatruisch-Nordisch. Genau. Häuptling Grodgard von Naum de la Filki. Okay, ist ungefähr so stark wie wir. Dann haben wir einen sehr, sehr großen Nachbar, der militärisch aber nicht ganz so viel auf dem Kasten hat. Das wird sich vermutlich noch ändern, sobald wir starten. Fleißig, schüchtern, treuherzig, fehlgeleiteter Krieger. Okay, der ist auch diplomatisch gar nicht mal so schlecht. Hat ein Kind. Al-Gabaiwi. Gut, Sohn. Okay, es ist ein Sohn. Ich wollte gerade nachgucken. Okay, dann haben wir Sigewara. Die haben schon militärisch etwas mehr zu bieten. Er ist großzügig, faul, unersättlich und ein gebildeter Mann. Okay, mit 26 hat er auch schon 2 Kinder, eine Tochter und einen Sohn, der Bluter ist. Okay. Und unser letzter Nachbar ist Runala. Auch samisch. Ja, ein keuscher Herrscher, der allerdings trotzdem schon einen Sohn hat. Mitfühlend, eigenwillig, keusch, ein fähiger Taktiker. Okay, der hat militärisch einiges an Wissen sich angeeignet. Mit 17 Jahren schon 16. Also mit 17 Jahren schon 16 Punkte in Kriegsführung. Nicht schlecht, nicht schlecht. Okay. Was wird unser erstes Ziel sein? Unser erstes Ziel wird sein. Ja, wir müssen uns nichts vormachen. Der Mann ist 67. Und ja, also da müssen wir uns jetzt nicht irgendwie einbilden, dass wir mit ihm noch der König von Norwegen werden können. Oder ähnliches. Was wir mit ihm machen, wir werden das Jarltum Hålogaland gründen. Ich denke, das ist eine Sache, die kann man noch. Ja, ich denke, das sollte man noch schaffen. Wir werden unser Militär etwas stärken. 490 Mann ist nämlich nicht viel. Und wir werden auf jeden Fall auf einige Raubzüge mit ihm gehen. Ich meine, schließlich ist der Mann ein Wikinger. Und ja, religiöser Eiferer, der wird sich Odin beweisen wollen. Und nicht nur Odin, auch allen anderen Göttern. Der wird auf jeden Fall noch auf Raubzüge gehen.
und seinen Nachbarn oder auch entfernten Nachbarn das Leben schwer machen. Okay, mit 67 Jahren wird er keine Konkubine mehr nehmen. Das denke ich nicht. Nee, ich glaube nicht. Okay, dann gucken wir uns nochmal die Karten hier an. Glaube, alles klar. Kultur. Wir sind halt genau an der Grenze. Das ist auch sehr spannend. Okay, gut. Super. Dann haben wir das erstmal uns alles angeguckt. Und dann steigen wir jetzt richtig ein. Okay, das Erste, was ich jetzt tue, ist gucken, was uns das kosten würde, ihm den Krieg zu erklären. 50, glaube. Wir haben 200. Das dürfte kein Problem sein. Könnten wir ihm auch... Ach nee, wir können ihn ja noch nicht zum Vasall machen. Also via Gespräch, via diplomatischem Wege, weil wir ja das Jahltum noch gar nicht gegründet haben. Könnten wir das denn schon gründen? Ja, wir haben 2 von 2 und 125 Gold bräuchten wir. Okay, das sollte, dieses Jarltum zu gründen, sollte auf jeden Fall unser allererstes und wichtigstes Ziel sein. Denn ja, wir haben drei Söhne und wenn wir sterben, wird unser Reich schon mal zweigeteilt. Und ja, dann hätten wir tatsächlich nur noch eine einzige Baronie. Das sollte zu verhindern sein. Okay, dann gucken wir uns nochmal unseren Rat an, ob wir da vielleicht noch irgendwas austauschen können. Weil zum Beispiel unser Ratsspitzel, unser Sohn, hat es jetzt natürlich nicht ganz so drauf. So, wir haben hier noch einen 13er, das ist auch unser Sohn. Der ist allerdings Ratsverwalter. Na, tauschen können wir den leider nicht. Wie sieht es denn mit unseren Verwaltern aus? Ja, da könnten wir sogar noch einen... Ja, da könnten wir sogar noch jemanden an den Hof rekrutieren. Okay, das machen wir auch so. Wir werden... Oh, falsch angeklickt. Hier, ihn werden wir tauschen. 13 ist natürlich deutlich besser. Und dann werden wir ihn holen. Das kostet uns 3 Gold und 10 Anspannung. Ja, da müssen wir natürlich aufpassen. Ach nee, Quatsch. So. Zack. Okay. Gucken wir mal bei Ratskanzler. Ne, da haben wir schon den besten, den wir momentan in unserem Reich haben. Und Ratsmarschall, ja, mit 13 ist das ja auch schon vernünftig. Okay, gut. Dann haben wir unseren Rat erstmal angeguckt. 0,7. Wir könnten auch direkt schon ein Kriegsfolgeregiment erschaffen. Ja, ich tendiere gerade dazu, direkt Bogenkämpfer auszuheben, weil die leichtes Fußvolk kontern. Und ich denke, gerade zu Beginn werden die meisten vermutlich eher leichtes Fußvolk, also Plänkler, sich anschaffen. Ich glaube, das mache ich auch. Wald, Taiga, Hügel. Gut, wir haben jetzt wahrscheinlich hier Hügel. Da sind schon Berge. Und was hat er hier? Hügel und Taiga. Ja, da können die gut drin kämpfen. Dann erschaffen wir direkt mal. Okay. Dann haben wir das Grundsätzliche erstmal geklärt, denke ich. Das wissen wir. Kriege erklären, ja. Gode billigt euch nicht, da sind wir schon bei. Und genau, wir könnten natürlich auch unsere Söhne erstmal verheiraten. Ich sehe gerade aber, er hat schon eine Frau. Er nicht. Und er auch nicht. Okay. Könnten wir uns ja direkt mal einen Verbündeten suchen. Und warum sollten wir nicht versuchen... Ach, das ist ein Sohn, ne? Ja, richtig. Ansonsten hat er hier niemanden. Runala? Nee. Yamtaland. Er hat eine unverheiratete Tochter. Und Yamtaland ist auch nicht unbedingt schwach. Beide 16. Okay. Naja gut, dann... was ist sie für eine Person? Sie ist 10.
Sie wird mal eine Ränkespielerin, denke ich. Sie ist begriffsstutzig. Oh. Okay, dann sollten wir auf jeden Fall nicht Hörerkirre nehmen. Ein Lispler und begriffsstutzig, wenn die beiden mal Kinder bekommen. Nee. Dann nehmen wir lieber. Dann nehmen wir lieber sie. Matrilinear macht keinen Sinn. Okay, alles klar. Dann haben wir das auch. Das wird er auch annehmen, haben wir eben gesehen. Dann haben wir auch schon unseren ersten Verbündeten. Okay. Ausgezeichnet. Super. Und dann gucken wir vielleicht nochmal für einen weiteren Verbündeten. An Uppland möchte ich mich am Anfang noch nicht ranwagen. Ich glaube, er wird. Jarlbjörn Eisenseite wird sehr kriegerisch vorangehen und auch sehr viele Kriege verwickelt werden. Da möchte ich mich noch nicht rantrauen. Uppland wäre natürlich nochmal eine ganz andere Sache. Er hat allerdings auch nur einen Sohn. Nein, die möchte ich alle nicht. Wer weiß, wie schnell wir es schaffen, uns hierhin auszubreiten. Ja, gut, das war's dann eigentlich auch schon. Und dann bleibt es erstmal dabei. Wir haben erstmal einen Verbündeten, der ist ja gar nicht mal so schwach. Der dürfte uns auf jeden Fall schon ein ganzes Stück weiterhelfen. Ah, hier guck mal, schon über 1000 Mann. Okay. Dann verlegen wir auch gleich mal direkt hier unser Banner. Und, nee, das legen wir dahin. Ihr ahnt schon, mein erstes Ziel ist tatsächlich hier nochmal. Naum de la Fürki, so heißt es. Häuptling Grodgard. Okay. Das wird das erste Ziel sein, was wir machen. Und danach werden wir mal so ein bisschen auf Raubzüge gehen. Ja, warum sollten wir nicht direkt damit starten? Ups. Das werden wir doch direkt in Angriff nehmen. Je früher, desto besser. Okay, wie gesagt, das kostet uns 50 Glauben. Wir könnten ihn auch unterwerfen, oder? Nee, könnten wir noch nicht. Dann werden wir auch die Grafschaft erobern. Und dann haben wir auch schon unseren ersten Krieg. Alle Armeen ausheben. Jetzt bin ich mir allerdings nicht sicher. Er hat ja, knapp 500 Mann. Wir haben 600. Und wir müssen natürlich auf seinem Gebiet kämpfen. Ob wir ihn direkt in den Krieg rufen, das kostet uns 75 Prestige. Aber ich denke mir gerade, sicher ist sicher. Das machen wir. Okay, Armee ist auch schon ausgehoben. Er hebt seine auch schon aus. Dann marschieren wir direkt mal rein. Und Häuptling Björn tritt in den Krieg bei. In den Krieg ein, so heißt es. Okay. Da hebt er auch seine Armee aus. Können wir ihn da noch abfangen? Nein. Ja, das ist es nämlich. Er sagt nämlich Bergverteidigung voraus. Ich glaube, wir warten mal einen kurzen Moment. Je nachdem, wo die lang gehen. Okay, er geht. Ah, alles klar. Er geht jetzt da lang. Dann werden wir sie hier abfangen. Und vielleicht sind die dann auch noch pünktlich da. Warten wir es ab. Okay, die Schlacht beginnt. Und es sieht fast so aus, als wenn sie noch pünktlich reinkommen. 27 Tage. Naja gut, das. Die werden vielleicht im allerletzten Moment dazukommen. Unser Champions-Werker hat Zuni den Kopf abgerissen. Da gibt es schon die ersten Champions, die sich gegenseitig zerfetzen. Wahnsinn. Ja, aber das sieht doch ganz gut aus. Wir haben gerade mal 5 Bogenschützen dabei, sogar 2, und das wird hier trotzdem schon angezeigt. Finde ich auch Wahnsinn.
Und noch jemand von unseren Kriegern hat jemandem den Kopf abgerissen. Meine Güte, das ist ja... Noch ein Champion vom Gegner konnte verwundet werden. Und wir haben unsere ersten Gefangenen. Eirekr, den Ratsverhalter. Das war's dann auch schon. Gibt allerdings keine Kriegspunkte. Vielleicht könnten wir ihn... Nee, leider nicht. Bisschen Geld rausziehen. Okay, dann fangen wir direkt mal mit der Belagerung an. Ich denke mal, das war eine kluge Entscheidung, die noch mit reinzuholen in den Krieg. Denn so geht das alles nochmal einen kleinen Moment schneller. Oh, 18 Monate. Wahnsinn, was hat er denn für eine Festung hier? Stufe 4. Das ist ja unglaublich. Wie also hat er denn schon eine Stufe 4 Festung? Krass. Naja, gut. Wir haben Zeit. Gucken wir uns mal die Schlacht genauer an. 157 Tote auf seiner Seite und 137 auf unserer. Ja. Champions. Ja. Zwei Champions von ihm sind getötet worden und einer wurde verwundet. Bei uns gab es nicht einen Verlust. Wahnsinn. Sechs, zwei Sechser. Okay. Gibt es hier was zu holen? 15 Gold. Okay, die werden uns auch gut tun. Und war das hier? Na, das wäre natürlich auch noch eine schöne Sache hier. Diese Titelschaffungskosten. Wenn wir die bekämen. Muss ich nochmal drauf rumdenken. Ich meine, es... Warum sollte er auch nicht in die Richtung Diplomat gehen? Das würde rollenspieltechnisch ja auch passen. Und es würde uns auf jeden Fall helfen, denn dann kostet der Titel anstatt, was, 125 Desialtum schaffen? Genau, dann kostet es nur noch 75, glaube ich. So, die feindliche Armee ist nicht mehr in Sichtweite. 10 Monate noch. Oh, da sind sie. Okay, ich denke mal, sie werden jetzt auch beginnen zu belagern. Ja gut, wir haben hier nur Festungsstufe 2. Und wenn sie zur Hauptstadt gehen, ja dort auch. Ich denke mal, dass sie dann sogar nur 8 Monate brauchen werden. Ja, okay. Das ist jetzt natürlich ziemlich doof. Belager stationieren können wir nicht. Wenn wir jetzt hier abhauen, glaube ich, dass der Verbündete mitkommt, oder? Belagert er weiter? Sehr gut. Er hat die 25 Meinung für uns bekommen. Das heißt, unser Gode ist jetzt auf plus minus 0. Sehr schön. Können wir weiterlaufen lassen. Und es sieht so aus, als wenn die hier stehen bleiben. Tatsächlich. Sehr schön. Das gefällt mir sehr gut. Ich habe so das Gefühl, dass in dem letzten Update an der KI ordentlich rumgeschraubt wurde. Das gefällt mir sehr, sehr gut, wie die jetzt agieren. Okay. Noch 5 Monate. Die brauchen noch 4. Aber ja, bis dahin sind wir auf jeden Fall da. Und das sieht gut aus. Alles klar. Alles ist auf unserer Seite hier in diesem Fall. Ich denke, da brauchen wir uns keine Sorgen zu machen. Was ist hier? Billigung des Bischofs. Ja, da sind wir schon bei. Ansprüche fingieren. Enkel von uns. Na, da wird der Vater das schon selbst machen. Und ja, da werden wir nochmal schauen, was da zu machen ist bei unserem dritten Sohn. Okay. Jetzt kommt die letzte und
vermutlich letzte Schlacht des Krieges. Okay. Die haben wir auch gewonnen. Ja, wieder deutlich mehr Verluste auf ihrer Seite. Und es sind auch seine letzten Champions nun gefallen. Okay, waren das irgendwelche wichtigen Menschen? Ich denke, das war doch sein Ratsmarschall. Ja, okay. Ja, damit ist das jetzt gelaufen. Und wir haben jetzt hier bald... Och, okay. Dann... Dann lobt man einmal die KI, wisst ihr? Dann lobt man einmal die KI und dann sowas. Ach, sowas Doofes. Das kann ja wohl nicht wahr sein. Ach, Leute. Echt. Und wieder 18 Monate. Ach, das ist doch ärgerlich. Mit ganz viel Pech haben wir gleich dasselbe Spiel nochmal. Na gut, die brauchen 100 Mann zusätzlich, damit sie hier anfangen können zu belagern. Über 100 Mann zusätzlich. Naja, gut. Da wird die Armee jetzt nochmal aufgerieben. Und ist damit jetzt völlig verschwunden. Okay, dann können wir jetzt ganz in Ruhe belagern. Dann lassen wir das jetzt auch einfach mal ein bisschen schneller laufen. Okay, 13 Monate. Da können wir schon mal gucken, wo wir vielleicht das nächste Mal auf Raubzug gehen. Ich glaube, hier in diesem Bereich möchte ich das ungern machen. Hier gibt es zwar ein bisschen was zu holen, aber wir haben halt noch keine besonders große Armee. Na, andererseits, die Armeen hier sind auch alle kleiner als unsere. Das wäre vielleicht eine Sache. Oder, was ich natürlich auch immer verlockend finde, sind die einzelnen Inseln hier. Da gibt es auch immer 15 Gold zu holen. Und wenn wir auf der Insel sind und am Plündern, können die nicht ihre Armee ausheben. Das heißt, wir können dahin plündern und einfach wieder abhauen. Finde ich eigentlich immer super. Ja, das ist eine schöne Geschichte für die nächste Folge. 7 Monate. Ja, das möchte ich jetzt in dieser Folge hier noch abschließen. Und unser Gut hat wieder 25 Meinungen bekommen. Einmal lassen wir das jetzt noch durchlaufen, damit er ja so bei 50 ist. Vielleicht sogar über 50 dann. Und dann werden wir noch mal bei unserem Ratskanzler so ein bisschen dasselbe machen. Damit unser Rat auch immer schön auf unserer Seite ist. Ansonsten, ja gut, unsere Frau, könnten wir dann eigentlich, wie alt ist denn die? 37. Könnte durchaus noch ein Kind bekommen. Das wäre auch nochmal was für die nächste Folge, damit wir, ja, vielleicht noch eine Tochter bekommen, die wir auch nochmal verheiraten können. Und... Ja, ich meine, unser Herrscher ist vielleicht schüchtern, aber das heißt nicht, dass er nicht mit seiner Frau kommuniziert oder mit seiner Frau schläft. Ich meine, er hat schon 3 Kinder mit ihr gezeugt. Da könnten wir auch nochmal so einen Komplott hier schmieden. Okay, und, oh, was sehe ich denn hier? Wir haben 50 Gold bekommen. Okay, durch unsere Frau. Sehr schön. Und da ist es geschafft. Sehr schön. Dieser Krieg ist gewonnen. Wir bekommen 75 Ruhm. Und die Provinz. Sehr schön. Da haben wir unser Reich das erste Mal ein bisschen mit erweitert. Können wir unsere Armee auch direkt wieder auflösen. Sehr schön. Okay, alles klar. Das war's dann schon für diese Folge. Würde mich freuen, wenn ihr in der nächsten Folge wieder einschaltet. Und bis dahin, bleibt gesund, macht's gut, euer Sammy, ciao.